bestimmt der YouTuber Lukas Brawl Stars mein Leben. Jetzt Aufgaben von Lukas und muss sie erledigen. Deswegen lasst schon mal ein Like da und kommentiert mit Hashtag Team Pink. Let's go! So, Chancel, ich habe gehört, ich darf heute einen Tag dein Leben bestimmen und da, ja, habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht und ein paar sehr, sehr krasse Aufgaben für dich rausgesucht. Übrigens, Leute, schreibt doch mal alle die Kommentare Hashtag BurgerPommes, ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, Chancel, deine allererste Aufgabe hat etwas mit meinem Lieblingsspiel zu tun. Und was ist mein Lieblingsspiel, Leute? Ihr wisst es vielleicht, es ist Brawl Stars, Leute. Und zwar weiß ich ja, du hast ein richtig cooles Kino bei dir. Und ich würde sagen, du musst Brawl Stars im Kino spielen. Vielleicht kriegst du es ja sogar hin, das Ganze auf die große Leinwand zu machen oder so. Das wäre auf jeden Fall krass. Ich würde sagen, viel Spaß. Aha, Lukas, ich habe in deinem Video mal gesehen, dass du Brawl Stars im Kino gespielt hast. Aber deswegen willst du, dass ich das mache. So, ich habe sogar ein eigenes Heimkino. Also für mich ist das gar kein Problem, Leute. Schaut euch jetzt mein Kino mal an. In meinem Keller habe ich einfach mein eigenes Homekino. Oh, noch ist es dunkel und tada! Leute, so sieht mein Kino aus. Ey, ich feiere das unnormal. Lasst mal ein Like da, wenn ihr das krass findet. Also so sieht das Ganze aus. Ich habe hier so ein Basketball-Arkaden. Dann kann ich hier die Lichter ändern. Hier sind die ganzen Kinositze, meine ganzen Konsolen. Und hier drauf spielen wir jetzt Brawl Stars. Erstmal müssen wir natürlich diesen Beamer hier einschalten. So, das machen wir mal jetzt. Während der Beamer gerade angeht, kann ich sogar die Lichter anmachen. Guck mal, egal in welcher Farbe, die ich will. Das ist richtig krass, oder? Okay, Brawl Stars ist so ein bisschen blau, würde ich sagen. Deswegen lassen wir das jetzt auf blau. Also, Brawl Stars habe ich jetzt hier auf meinem Handy an. Aber ich möchte das ja auf meiner Leinwand sehen. Aber wie mache ich das denn jetzt? Hä? Ich glaube, ich brauche einen Adapter dafür. Bitte, bitte, ich wünsche mir einen Adapter. Also, wir müssen diesen Adapter jetzt einfach da oben in den Beamer reinstecken. Ey, Leute, ich bin jetzt im Kino und schaut mal, was ich spiele. Guck mal. Einfach Brawl Stars, Leute. Kommt doch alle her. Ich gewinne heute. Ist mir egal. Ey, Lukas, wenn ich hier jetzt sogar einen Sieg raushole, ey, Leute, dann müsst ihr alle jetzt aber ein Like da lassen. Zack, 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 zack. Oh nein, das wird sehr knapp hier, das wird sehr knapp. Ich hab den Sieg. Leute, schaut euch das an. Ich bin Erster. Lukas, ich glaube, ich habe die erste Aufgabe richtig gut gemeistert. Ich lade dich jetzt zu meinem Hype-Kino ein. Und ja, danach spielen wir 1:1 und dann schauen wir mal, wer der Bessere ist. Und die nächste Aufgabe hat etwas damit zu tun, Leute. Ein Fußball. Und zwar, Chancel, ich würde sagen, als nächstes musst du mal ein bisschen Fußball spielen. Aber mit geschlossenen Augen. Das heißt, du siehst wirklich gar nichts und musst mit geschlossenen Augen ein richtig krasses Tor schießen. Bin gespannt, ob du es hinkriegst. Und ja, viel Spaß. Du willst, dass ich ein Tor schieße mit geschlossenen Augen? Na dann, kommt mal jetzt alle mit zu meinem Fußballplatz. Gar kein Problem, weil ich habe während der EM richtig fleißig trainiert. Ich habe sogar mit dem Fake Ronaldo ein bisschen Fußball gespielt gehabt. Naja, ich zeig dir mal jetzt meine Skills, okay? So, jetzt schau dir das mal an. Ich treffe für dich sogar die Latte, okay? Okay, let's go. Und go. Rein, aber Tor! Wartet mal kurz. Die Aufgabe war ja mit geschlossenen Augen. Sorry, Leute, das ist meine Schuld. So, ich mache das jetzt noch einmal mit geschlossenen Augen. Den Ball, den habe ich jetzt hier hin platziert. So, ich gehe jetzt ein bisschen zurück. Meine Augen sind zu. Oh mein Gott, ich sehe einfach nichts. Und los! Ey, Leute, das ist so peinlich. Ich habe einfach nicht getroffen. Was machen denn die zwei hier? Barisch, hast du das auch gesehen? Nö. Nein? Okay, wenn er das nicht gesehen hat, habt ihr es eigentlich gesehen? Naja, die nächste Aufgabe. Okay, und die nächste Aufgabe hat etwas mit einem richtig krassen Fußballspieler zu tun. Vielleicht seht ihr ihn hier hinten schon, Leute. Ihr wisst es, ich bin ein riesiger Fan von Sü! Leute, Cristiano Ronaldo. Und deswegen, schau mal, Chancel, habe ich hier auch einfach Ronaldo in Lebensgröße, natürlich bei mir zu Hause. Ne? Das ist mein alter Bra. Und ich würde sagen, Ronaldo... Moin. Deswegen ist natürlich auch Ronaldo mein Skin in Roblox. Ich zeig das dir mal kurz. Und zwar sieht so mein Skin aus in Roblox, Leute. Ich habe hier einfach so einen richtig krassen Ronaldo. Ihr seht es, ne? Hier, Sü, Ronaldo, Ronaldo und so weiter. Auf jeden Fall richtig geil. Und ja, Chancel, ich würde sagen, du musst deinen Skin in Roblox auch zu Ronaldo ändern. Aktuell hast du ja hier diesen Skin. Und ich würde sagen, das musst du auf jeden Fall mal hier anpassen.
Ronaldo. Aha, ich soll mein Skin zu Ronaldo umwechseln? Okay, gar kein Problem. Dafür gehen wir jetzt alle zusammen in mein Gamingzimmer. Also Leute, so wie Lukas immer Brawl Stars spielt, spiele ich halt immer Roblox. Und ich habe sogar einen Gaming-Account. Da habe ich auch schon die 100.000 geknackt. Deswegen lasst auch gerne ein Abo da. Vielleicht schaffen wir ja da auch die 1 Million. Link ist in meiner Videobeschreibung. Also mein Kinoraum im Keller und mein Gaming-Raum ist jetzt im Dachgeschoss und da gehen wir jetzt hin. Tada, Leute, das ist jetzt mein Gaming-Raum. Habt ihr eigentlich schon mal mein Mikrofon gesehen? Das ist einfach so mit Pink und Glitzer und hier ist so ein pinker Stoff drin. Guck mal, den habe ich extra angemacht. Ich dachte mir, ey, Hashtag Team Pink braucht auch ein pinkes Mikrofon. Schaut euch das mal an. Nur weil Lukas so aussieht wie Ronaldo, muss ich das jetzt auch machen. Ach Mann, ey, Ronaldo passt doch gar nicht zu mir. Lukas, was ist das denn für eine Aufgabe? Ich habe mit Lukas abgemacht, wenn dieses Video 10.000 Likes bekommt, dann darf ich einen Tag sein Leben kontrollieren. Deswegen, Leute, lasst alle ein Like da, bitte. Oh nein, schaut euch das jetzt an. Von dieser Barbie werde ich jetzt zu so einem Ronaldo. Es wäre doch viel schöner, wenn ich ein Ronaldo-Trikot anhätte, oder? Aber ich muss mich jetzt zu Ronaldo machen. Oh nee, schaut euch das mal an. Bäh, sieht das blöd aus. Oh nee. Also, die Aufgabe mit Ronaldo, die habe ich jetzt auch erledigt. Jetzt ab zur nächsten Aufgabe. Gut, Schanze, deine nächste Aufgabe hat etwas damit zu tun. Und zwar, ja, es ist nicht eine Nintendo Switch, ne? Aber es hat was mit Fortnite zu tun. Und zwar gibt es in Fortnite ja nicht nur so Waffen oder auch Westen oder auch V-Bucks, sondern es gibt auch Tränke, und zwar diese Slurf-Tränke in Blau. Vielleicht kennst du die. Und meine Aufgabe ist es, du musst so einen Trank in Real Life finden und trinken. Ich bin gespannt, ob du das finden wirst. Wie soll ich denn bitte ein Fortnite-Getränk finden? Was dachte sich denn Lukas? Er macht das extra. Er will, dass ich diese Aufgaben nicht erledigen kann, ne? Okay, wo bekommt man Getränke her? Eigentlich aus seinem Kühlschrank, oder? Leute, sollen wir mal einfach in meinem Kühlschrank schauen? Ey Mann, Leute, ich hoffe, Barry hat da irgendwie so ein blaues Getränk oder so. So ein Getränk von Fortnite, weil Barry, er spielt gerne Fortnite, ne? Der Barry, der hat auch einen Gaming-Account, ey, der ist so lustig. Auf jeden Fall, er hat immer solche Getränke und er wohnt ja auch bei mir. Deswegen schauen wir mal, ob Barry da irgendwas gelassen hat. Okay, Leute, wir schauen uns das jetzt mal an im Kühlschrank. Im Kühlschrank müsste es auf jeden Fall sein. Ey, Leute, was ist denn da hinten hinter den Eiern? Vor der Marmelade? Was? Ist das etwa ein Fortnite-Getränk? Oh. Hey, Leute, ich glaube das gerade nicht. Ich habe einfach einen Fortnite-Drink gefunden. Aber wartet mal, ist Barry eigentlich hier im Haus? Oh, Barry? Was geht, Schatz? Darf ich dein Trinken trinken? Was machst du mit meinem Mini oder Biggie? Oder wie heißen die Leute? Ja, die heißen so Mini und Biggie sind diese Getränke von Fortnite. Barry, darf ich das trinken? Lukas hat mir eine Aufgabe gestellt. Welcher Lukas? Naja, Lukas BS, der Brawl Stars spielt. Lukas Brawl Stars dreht mit dir ein Video? Ja, voll cool, ne? Also ich wollte eigentlich das gerade trinken, aber weil Lukas das ist, dann darfst du. Oh, danke, Barry! Ey, Beste, dass mir Barry das jetzt geschenkt hat. Deswegen kann ich jetzt die Aufgabe von Lukas beenden. Oh mein Gott, Leute, jetzt wird die Aufgabe erfüllt. Mmh. Fühle mich schon voller Energie. Lukas, mit dieser Energie hier bin ich jetzt bereit für eine noch härtere Aufgabe. Deswegen frag mich jetzt, was du willst. Das wird alles beantwortet. Deine nächste Aufgabe hat etwas mit den YouTube-Play-Buttons zu tun. Wie du siehst, habe ich hier auch schon den 1-Million-Play-Button. Dann habe ich zweimal 100.000 Play-Button. Und ich glaube, den hast du auch bald. Wenn alle hier mal fleißig abonnieren auf dem Kanal, macht's mal, Leute. Aber auch den hast du, glaube ich, schon. Und ich würde sagen, du musst deinen Play-Button einfach mal an Barry verschenken. Gib ihm einfach mal und schau mal, was er damit macht. Ich bin mal sehr gespannt. Und du darfst nicht einschreiten. Also er darf alles damit machen, was er will. Was, Lukas? Dafür habe ich hart gearbeitet und mir das verdient. Und das soll ich jetzt Barry geben? Oh Mann, aber wartet mal ganz kurz. Ich habe ja noch einen zweiten.
Und zwar von meinem Gaming-Account. Leute, den müssen wir mal suchen gehen. Und dann schenken wir das mal Barry. Ey Leute, wusstet ihr eigentlich eine Sache? Den silbernen, den bekommt man bei 100.000 Abonnenten. Und den goldenen bei 1 Million. Und wusstet ihr, wir haben fast die 1 Million. Deswegen lasst jetzt nochmal alle ein Abo da, die noch nicht folgen. Vielleicht schaffen wir ja bald die 1 Million und bekommen dann auch noch den goldenen Button. So, jetzt gehe ich aber mal jetzt Barry meinen zweiten Button schenken jetzt, ne? Den von meinem Gaming-Account. Den habe ich natürlich hier in meinem Gaming-Zimmer. So, der müsste auf jeden Fall hier hinter der grünen Wand sein. Aha, schaut euch das mal an. Okay, wartet mal. Meine Handyhülle packe ich mal zur Seite. So, mein Gaming-Button. Seht ihr das? Na dann gehe ich erstmal zu Barry und schenke ihm das, weil er hat ja gerade mal fast die 10.000 geknackt und noch nicht die 100.000. Aber wisst ihr was? Das hat er sich auch verdient, ne? Ohne ihn, ohne seine Barry-Shorts wäre ich auch nicht so weit gekommen. Deswegen schenke ich ihm das jetzt. Ey, Barry! Dieser 100.000-Button, der ist für dich. Für mich? Ja, den muss ich dir jetzt schenken. Lukas meinte, ich soll dir meinen Button schenken. Ah, aber ich habe ja noch nicht die 100.000 gekriegt. Ja, aber das ist von meinem Gaming-Account und das ist eine Ehre an dich, dass du so coole Shorts mit mir gemacht hast. Danke. Oh, danke, Johnson. Weißt du was? Was? Das ist so lieb. Dankeschön. Den nehme ich auch gerne. Oha. Und du hast ja bald auch die 1 Million. Dann kriegst du den goldenen und der ist viel größer. Oha, cool. Den gönne ich dir von Herzen. Oha, danke schön, Barry. Wo packt der den denn jetzt rein? Also ich hab den nicht gesehen. Okay, Chanzel, ich bin jetzt gerade ein bisschen an einem anderen Ort. Und zwar bei meinem Fahrrad hier im Keller. Leute, ich habe ja übrigens so Lukas auf meinem Fahrrad draufstehen. Ne? Ich habe ja ein schwarzes Fahrrad. Ich glaube, du hast ein pinkes Fahrrad, würde ich jetzt mal vermuten. Und Chanzel, ich dachte mir mal, du machst Folgendes. Du fährst Fahrrad und hörst dabei Folgendes, Leute, auf ganz laut. Leute, hier. McDonald's geht zu jeder Zeit. Burger, Pommes auf die 1. Einfach schön entspannt auf dem Fahrrad den Burger-Pommes-Song hören. Viel Spaß. Ja, gar kein Problem. Kommt jetzt, wir gehen zu meinem Fahrrad. Und richtig geraten, Lukas. Mein Fahrrad ist pink-rosa. Cool, dass bei dir Lukas steht, aber hallo? Ein pinkes Fahrrad und Elektro, das ist doch auch nochmal krass, oder mein Freund? So Leute, schaut mal, hier ist jetzt mein Fahrrad. Guck mal, das ist so ein pinkes, rosanes. Seht ihr das? Und da ist sogar so ein richtig krasses Display. Guck mal, wenn ich es einschalte, dann kann ich schon mal sehen, wie viel ich fahre und so. Aber Leute, was ist denn das? Oh, mein Reifen ist einfach platt. Ey Leute, wie konnte das denn passieren? Seht ihr das? Mein Reifen ist einfach hier platt. Seht ihr das? Och nee. Aber wisst ihr was? Ich habe noch ein Fahrrad. Und für mein anderes Fahrrad müssen wir jetzt in meinen Fitnessraum gehen. Let's go, kommt jetzt mit. Also, für meinen Fitnessraum müssen wir jetzt wieder nach unten gehen. So, ich mache mal hier die Lampen an. Und schaut euch mal das an. Mein Fitnessraum ist einfach pink. Leute, das ist so cool. Einfach Hashtag Team Pink Fitnessraum mit einer Bank und natürlich mit einem Fahrrad. Hier habe ich auch noch so pinke LED-Lichter. Ich zeige euch das Ganze mal. So, ich muss mal das hier anmachen und wow, Leute, guckt mal, wie das hier leuchtet. Wieder in pink, richtig krass. Also ich bin jetzt auf meinem Fahrrad und fahre. Jetzt muss ich natürlich nur noch den Song anmachen. Deswegen let's go. Pack die Pommes in den Burger. Nein, ich fahre jetzt Fahrrad. Burger-Pommes auf die 1. Los! Boah, Leute, nach diesem Song habe ich richtig Lust auf Burger-Pommes bekommen. Aber bevor ich mir Burger-Pommes gönne, muss ich erstmal meine Kalorien verbrennen. Deswegen, Leute, ich renne jetzt ein bisschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo bei mir und bei Lukas da. Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao!